Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Micmap mit dem Leo. Hi, na? So, Leo, du möchtest die Problematik ansprechen? Ja, möchte ich das. Na gut, es gibt halt diese Problematik mit diesem großartigen Drescher. Ich möchte das jetzt kurz demonstrieren. Nee, Drescher, dem John Deere. Mit dem kleinen John Deere, bitte. Mit dem 4755. Man muss das genau. Echt so ausdrücklich sagen, nicht, dass irgendwer was falsch versteht. Und zwar, wenn man den anmacht, dann ist der Tank plötzlich wieder ganz voll. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben uns kurz darüber unterhalten und werden das so machen, dass wir diesen Traktor hier nicht mehr kaufen. Sondern wir werden das so handhaben, dass wir das im Nach versuchen, diesen Traktor hier auszutauschen. Aber wir werden das jetzt nicht auf Biegen und Brechen machen. So kann man das alles zusammenfassen, oder? Fehlt da noch was? Nee, alles okay. Also wie gesagt... Ja? Und jetzt bitte auch nicht in die Kommentare spammen, ne? No, der Leo, da war 3 davon, der Bernhard 4 davon, ne? Ist es egal. Wir haben das im Vorhinein nicht gewusst, dass der Trecker das macht. Und jetzt müssen wir halt damit leben. Und der Leo und ich möchten einfach nicht das Geld in die Hand nehmen und jetzt den ganzen Trecker austauschen. Das macht keinen Sinn. Nee, das macht sowas von keinen Sinn. Deswegen, wie gesagt, keine neuen mehr kaufen und die alten halt vorzu austauschen. Ja. Viel mehr. Oh, gibt's dazu nichts zu sagen. So sieht's aus. Hast du noch was zu sagen, Leo? Nee, tatsächlich. Es ist noch nicht so spät zum Aufgeben, tatsächlich. Aber du könntest dir die weiße Flagge bestellen. Ich glaube, die wirst du brauchen. Ja, ich werde die. Oh. Oh. Ui. Wow. Nee, aber wir haben tatsächlich noch eine Sache, die neu ist. Können wir gerne kurz mal zeigen. Und zwar dieser LKW hier. Ich zeige ihm kurz, ich werde ihn nicht kaufen, aber ich zeige ihm den kurz. Das ist der LKW und einen passenden Anhänger gibt es dazu auch. Der ist etwas älter vom Design her. Ja, genau, das ist der passende Anhänger. Kostet fast gar nichts. Dementsprechend kann man da gerne gut und da rein investieren. Ich werde das auch machen, weil ich fand den nicht schlechter, den LKW. Aber erstmal nicht. Gut, ich glaube aber, das war's dann jetzt tatsächlich. Das war's? Wirklich, okay, ich wünsche dir viel Spaß. Seite aus. Ich wünsche dir viel Spaß, Leo. Jo, tschüss. Auch so gerne. Ciao. So, der LKW war mein Vorschlag, by the way, ne? Nur damit wir das mal so klar festhalten hier. So, ihr habt ja gerade gesehen, dass ich ein paar Sachen in den Komposter noch geschmissen habe. Einige, ne? Ein bisschen Stroh. So, dann gucken wir mal, dass wir da hier noch was reinbekommen. Stroh war andere Seite, oder? Cool, ich das jedes Mal vergesse. Ja, Strober, andere Seite. Okay, aber wir könnten, liebe Leute, weil wenn wir schon hier sind, ne, dann müssen wir nicht extra wieder bla bla bla, sondern wir machen das direkt hier. Wir machen das, ich muss das hier, ne? War das hier? Ja, oh, genau, sehr gut. Also der Bergmann ist schon geil. Ich habe das in Leo, ich habe ihm versucht, das schmackhaft zu machen. Ich habe es echt versucht. Aber er wollte partout nicht einlenken. Er glaubt einfach nicht, dass das Ding so geil ist. Und würde ich jetzt demnächst einen Drescher kaufen. Was natürlich alles legitim ist. Und ja, gucken wir mal, wie wir was machen, ne? Okay. Das heißt, wir haben jetzt Stroh aufgefüllt. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, der Rest wird weggebracht ins Lager und dann wird... Ne, weißt du was? Ich lasse jetzt weiter und mache das alle von hier aus. So, unser Tankfass ist da. Sehr schön, mit dem Diesel. Mit dem Diesel. Ich glaube, den Diesel müssen wir dann gleich wieder, ne? So, wo war denn das hier? Ich hatte das gespeichert, bin ich der Meinung. Stroh sammeln, Feld 1. Guck dir das mal an. Wie geil habe ich denn das gemacht hier? Bin einfach ein geiler Typ. Ich kann es nicht anders sagen. So, und zwar machst du einfach hier weiter. Na, wie ist das? Beste. So, du bist auf das... du bist ein Vollidiot. Okay. So, was... Ich höre hier noch was. Das ist das schon dir wahrscheinlich, ne? Jo, der ist einfach so laut. Und der eine steht da hinten. Gut, den müssen wir gleich mal aufräumen. Das mache ich jetzt dann gleich. Bald, wie auch immer. Ich weiß nicht mehr, was war unser Plan. Ich habe keine Ahnung. Die letzte Aufnahme ist 3, 4 Tage her. Und deswegen weiß ich jetzt einfach nicht mehr, was wir gemacht haben. Hatten. Aber... doch. Ich hatte noch ein Feld gefunden zum Mähen und zum Häckseln. Ja, genau, so war das. Jetzt weiß ich es wieder.
Das heißt, der Häcksler wird wieder aus der Garage geholt. So. Auffüllen bitte. Das muss schnell gehen, weil irgendwas ist hier, irgendwas läuft hier nicht mehr. Ich glaube, Diesel fehlt, oder? 100.000 sind da drin. Moment. Jo, Diesel war, glaube ich, leer. Diesel ist leer, jo. Gut, müsst ihr gleich wieder anfangen zu arbeiten. Läuft auf alle Fälle. Wir gucken jetzt mal, was da reingeht. Der Rest geht zur Hoftankstelle. Vielleicht geht auch alles rein, wäre mir sowieso lieber. Aber kann ich natürlich nicht so steuern. Jo, alles reingegangen, läuft. Perfetto. So. Okay. Ah, ich sehe schon. Hier ist ein kleines Problem. Hier ist ein kleines Problem. Aber das ist kein... Aber eigentlich ist es ja kein Problem, ne? So. Kann ich jetzt... Glaubt ihr, dass das funktioniert, dass ich hier zwei Gedönse mitnehme? Ist eine gute Frage, ne? Moment, ich muss kurz gucken, ob ich was vergessen habe. Der... Oh, der könnte auch abfahren. Lass mal doch... Na... Schwierig. Sehr schwierig. Oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Ich lasse den hier einfach... Moment, wir machen es anders. Wir packen zuerst den... Nice, der ist wieder voll. Der andere ist auch schon wieder voll. Die fahren beide abladen. Läuft. Okay, wir müssen hier raus. Wir haben einiges zu machen heute. Genau, wir haben noch ein Feld gespart tatsächlich. Das müssen wir auch aufsammeln. Ich habe aber noch keinen Ladewagen frei. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Ich habe zwei Ladewagen die ganze Zeit voll im Einsatz. Ich bin da gespannt, wie der Leo das macht mit dem kleinen Popelanhänger. Weil der hat ja das Feld 35, das ist das Megafeld. Das wird er nicht schaffen mit dem kleinen, glaube ich. Ohne Witz. Aber das muss er selber wissen. Ich kann da nicht, ne? So, wir waren, glaube ich, auf der 31 oder sowas da unten. Irgendwo habe ich da auf alle Fälle mal was gesehen. Ich weiß es jetzt aber nicht. Moment mal. Das kann ich dann immer noch machen. Okay, wir fahren jetzt erstmal runter. Licht an. So, die Sämaschine arbeitet auch noch. Glaube ich zumindest. Jo, arbeitet noch. Sehr schön. Gut. Genau, eine weitere Sämaschine wäre schon geil, ne? Was kostet diese? 52. 52 ist eigentlich voll okay, wenn ihr mich fragt. Wir gucken gleich mal, ob wir was verkaufen können oder... Einstreu können wir verkaufen. Das habe ich gesehen. Einstreu ist tatsächlich einiges da mittlerweile. Kompost wird auch natürlich weiter produziert. Das Feld 18 gehört auch runter. Da können wir auch mal mähen. Das sind alles Sachen, die ich einfach komplett vergessen habe. Ne? Komplett. Und wie gesagt, das Feld 16 und das Feld 31. Die, glaube ich, die zwei Felder waren das, die ich voll übersehen hatte. Ja, so richtig übersehen hatte. So. Es ist nicht groß, aber es muss runter. Das ist ganz einfach, ne? Nicht? Sie verstehen das? So. Und so. Und ich glaube aber, wir können hoch runterfahren. Das glaube ich schon, ja. No, ja, aber hoch runter. Läuft. Okay, wir fangen aktive Seite links. Das passt auch auf alle Fälle. Wir warten, bis er bereit ist. Bereit? Bereit. Gut, dann suchen wir den hier. Wo war denn der Typ jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. Auf der 16. Ich glaube nicht, dass ich ein Feld mit dem Namen 16 hatte. Habe. Habe ich gar nichts. Okay. Das heißt, wir brauchen Kurse von 16 oder vom Hof Mitte zu 16 und von 16 zu Nordeinfahrt. Jo, die Kurse muss ich noch beschriften. Oder beziehungsweise einfahren. Die muss ich komplett einfahren. Hatte ich gar nichts gehabt. So, das heißt, den weg hier. Und dann fangen wir an. Hier. Wir fahren hier rum und fahren mal runter zur 16. Dann soll der mal laden und wenn er voll ist, soll er mir Bescheid geben. Und dann fahre ich den hoch. Und somit haben wir schon die Kurse. Perfekt. Ich fahre immer ganz gern ein Stückchen weiter rechts, weil, ihr habt ja gesehen, wir nehmen jetzt, also wir, ich werde demnächst einen LKW kaufen und muss immer so denken, ne? Wenn da zwei LKW sich entgegenkommen, ist es nicht so geil. Gar nicht. Oh ja. Vielleicht mache ich auch zwei Trecker. Ich könnte auch zwei Trecker machen, das Feld ist ein bisschen weg. Könnte ich meinetwegen auch machen. Ich habe noch einigermaßen Trecker, also spricht nichts gegen. Oh, bist du eingeschlafen oder was ist mit dir?
immer Stoff hier vorne. Mein Gott, die da. Das ist natürlich kacke, ne? Wenn du so einen Fahrzeug vor dir hast, dann bist du aufgeschmissen. Kannst leider nicht anders sagen. Aber wir sind ja schon da. Speichern. HM. 2 F. 16, glaube ich, war das. Das ist richtig. Okay. Den können wir wieder rauslöschen. Denn du musst mir jetzt einfach nur hier den Gedöns abfahren. Bop, bop. Nö. Weg. Nee, so. So. Jo. Versteht ihr zwei euch? Ihr zwei versteht euch. Und du kannst mir sagen, wenn du fertig bist. Oder wenn du da bist oder wie auch immer. Du machst das. Das finde ich sehr gut. Du fährst an deinen Punkt. Du bist am Ansehen. Das ist auch sehr wichtig. So. Du bist ohne Arbeit. Das haben wir gleich, ne? Das können wir gleich beenden. So würde ich es eigentlich sagen. Weil du kannst mähen. Tatsächlich kannst du noch mähen. Ich muss mir das langsam aufschreiben. Ich habe, glaube ich, das Feld 23, was gemäht und geschwadet wurde. So. Wo ist unser Mähen? Ah, hier. Was kostet eigentlich ein Schmetterling? 52. Das heißt, wir bräuchten jetzt langsam mal Geld. Langsam. Nur langsam. Deutsch Agro. Was? Ah, das ist unser Anseher, glaube ich. Ja, da kommen wir gleich zu. Da kommen wir gleich zu. Ich möchte natürlich davor noch diesen Kurs hier einfahren. Und zwar geht der hier los. Bop, bop, bop. Der geht runter zur, ich glaube, 8 oder 6. Ich weiß nicht, welcher Kurs das ist. Oder welches Feld das ist. Ich muss mal gucken. Nee, die 6 war es auch nicht. Okay. Tut mir leid. So. Was ist denn das für 18 ist das? Ah. Das Feld 18. Ja, wer kennt's denn nicht, ne? Stopp. Speichern. HM 2F 18. What? 18 habe ich gesagt. Löppt. Weg. Machst du mir hier, Moment, wir machen jetzt mal hier Feldarbeit. Haben wir das Feld 18 im Petto? Haben wir nicht. Okay. Aktueller Feldrandkurs, das können wir eigentlich selber machen. Nee. Beginnen. Tatsächlich mache ich das einfach selber. Selber. Es ist nicht groß, das Feld, ne? Aber wenn wir schon im Besitz haben, spricht nichts gegen, das Ganze zu bewirtschaften. Ne? Wird der Leo wahrscheinlich nicht anders machen. Deswegen machen wir das natürlich auch. Stop it. Speichern. Rundkurs F18. Speichern. So. Und daraus. Aktuell geladener Kurs, das ist richtig. Zack, zack. Zeig einfach mal, was du. Ja, gut. Speichern. Mähen F18. Tja, was will ich denn mehr hier? Erster Wegpunkt, ich wünsche dir viel Spaß. So, du bist unser Anseher. Sehr schön, hast du gut gemacht. Jetzt musst du weiter zur 10. Da muss nämlich auch nochmal angesehen werden. Da kann schon mal weg. Kann man schon mal einen neuen Kurs einstellen für dich. What? 10? Nee. Moment mal, muss ich mal gucken. Ich glaube, das 59er hat man schon. Das 10er haben wir jetzt auch. Das 64er fehlt noch. Das ist ein richtig großer Brummer. Ja, das hatten wir auf alle Fälle schon, das 59er. Gut, wir fahren zur 64 rüber.
Zack, zack. Ganz viele Vorgewände. Jo. Einfach mal anzeigen lassen. Oh mein Gott, das wird ein Spaß. Da wird er lange Arbeit haben. Ist aber nicht das Problem. Ja, wie gesagt, eine zweite Seemaschine wäre natürlich nice. Aber erzwingen kann ich es jetzt halt auch nicht, ne? Ich glaube, ich werde hier aber tatsächlich Raps einstellen. Weil dieses Feld einfach. Nee, das ist nicht gut. Am ersten Wegpunkt, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ansehen F64. Ich speichere das ab, weil ich genau weiß, dass ich es irgendwann nicht mehr weiß. Ne? Sag mal, was macht ihr denn da? Du musst ein kleines Stückchen zurückfahren, tatsächlich. Ach, du bist fertig. Ja gut. Das heißt, wir werden den Kurs jetzt hier wegmachen. Und wir werden dann hier noch zwei, drei Sachen aufsammeln, das ausleeren und dann werden wir den sofort zu unserem Grasfeld schicken. Damit er hier ein bisschen vorangeht, ne? Wisst ihr Bescheid. Das können wir erstmal wegmachen, tatsächlich. Das sind so Sachen, die mache ich sehr gerne selber. Mit den großen Maschinen, ist ja ganz klar. Und vor allem, ich habe jetzt momentan echt nichts anderes zu tun. Moment, wie viel hat der? Oh, nee. Es ist irgendwas blockiert. Der Big X ist blockiert. Warum? Warum? Muss ich gleich mal nachgucken. Wie gesagt, hier noch ein bisschen und dort noch ein bisschen. Die Ränder sind natürlich nicht so geil gemacht, aber das ist halt klar. Dafür hat das eigentlich. Für das, dass es. Ja, wie soll man sagen? Dass er nur gerade Striche entlang fährt, hat das eigentlich gut gemacht. Man muss das wirklich so sagen. Komm hier nochmal runter. Dann passt das schon. Es ist ja. Ich möchte ja nicht so viel liegen lassen, weil es ist ja alles wirklich sehr, sehr gutes Material. Stroh kann man immer brauchen. Ist egal, ob ich das jetzt für die Kühe tatsächlich verwende oder ob ich das jetzt zum Futter mischen oder sonstiges. Das kannst du einfach immer brauchen. Oder natürlich auch zu Kompost verarbeiten und so weiter. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wenn jetzt 15. Da wirst du nicht mehr fertig. So, aus und Pickup hoch. Und dann, glaube ich, kenne ich hier einen Schleichweg. Glaube ich. Ist aber nur eine grobe Vermutung. Ah, guck an. Läuft. So. Das heißt, das geht ins Lager. Und dann wird der Gras sammeln. Tatsächlich wird der Gras sammeln. So, hier kommt ja irgendwo ein Questly-Fahrer raus, oder? Oh ja, warum fahre ich hier auch so blöd? Moin. Also wenn wir jetzt noch ein bisschen Geld hätten, ich hätte so geile Ideen, ne? Aber wir haben momentan einfach Geld und wir können es auch nicht erzwingen. Somit müssen wir einfach warten. Gut, dass wir kein Stroh haben. Bin ich froh, dass wir uns entschieden haben, ganz wenig Stroh auf Lager zu nehmen. Geht auch fast nicht über oder so. Nein, das kann man so nicht sagen. So. Alter, geht das Zeug. Ich hoffe, da ist kein Limit drauf auf dem Lager, weil dann hätte man ein kleines Problem schon. Wir suchen die 23 tatsächlich. Gut. Das ist schön. Das ist sogar sehr schön. Nee, das hat irgendein anderer. Irgendwer hat das gesagt. Ich glaube, der Yogi hat das gesagt. Ich finde den Kratzboden auch so geil hier auf dem Ladewagen. Muss ich hier wirklich sagen. Das ist unsere imaginäre Hecke, wo wir immer durchfahren. So, und dann lassen wir den mal zu Feld 23 schicken. Und dann, wenn er da ist, dann könnte man drüber nachdenken, Gras zu sammeln.
Aber das Ganze wird erst morgen passieren, weil wir sind für heute schon wieder fertig. Liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen, würde ich mich freuen. Und morgen geht es weiter um 8 Uhr mit einer weiteren Folge auf der MIG-Map. Wir lassen uns jetzt noch 20 Sekunden. Nee, nicht, aber nur. Ich möchte nur den hier ansetzen. So. Ich danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Mach's gut. Ciao, ciao.